Es ist Mitte Juli, der Natternkopf blüht. Trotzdem Wind, der hier im freien Feld weht, sind jede Menge Hummeln da. Es hat ein bisschen geregnet, die Pflanzen sind schön voller Saft und die holen sich hier Nektar ohne Ende. Nur über die Biotopflächen, der Rest ist alles Getreide und Zuckerrüben, schon ziemlich trocken. Sobald es wieder geht, kommt hier der Mähdrescher, dann steht hier ringsherum nichts mehr. Und man sieht, was es ausmacht, wenn hier mehrjährig kein Boden bearbeitet ist, wie die Erdhummeln sich hier freuen und fleißig vermehren.